willkommen bei einer weiteren Episode von Let's Play Ultimate Team und hier seht ihr es nochmal in der vollen Pracht, das Team, was ich in der letzten Episode zusammengestellt habe. Und diejenigen, die die Folge gesehen haben, die wissen, was jetzt hier das Motto war. Und man sieht ja auch hier links oben schon ganz klar den Namen von dem Squad. Es ist Pace Abuse, also dass ich die Geschwindigkeit ausnutzen möchte von diesem Team. Und da habe ich mir gedacht, ja, da hole ich mir die richtig starken Spieler dafür, nämlich Demichelis und Van Beuten mit 29 und 33 Tempo. Und so geht es dann hier weiter. Also die haben alle sehr wenig Tempo. 55, 63, 37, 70, 70. Das ist natürlich hier, wie gesagt, die schnelle rechte Seite und dann Ganso mit 46, Adriano 39 und Fred 54. Das sind meine Spieler, mit denen ich jetzt hier mein Glück versuchen werde. Ich habe ein Team probiert zusammenzustellen, was gut Teamchemie hat und dann auch noch möglichst langsam ist, aber die Spieler dennoch, wie man sieht, zum großen Teil eigentlich Goldspieler, das heißt also, die können auch ein bisschen kicken. Das habe ich probiert, also ich wollte jetzt nicht zwingend irgendwelche Bronzespieler oder ähnliches drin haben. Jetzt probieren wir das ganze Team auch mal aus, wie es sich so spielen wird. Also ich bin mal sehr gespannt, ob man wirklich auch die langsamen Pace-Werte auch im Spiel mitbekommt. So, und das machen wir dann das Ganze einfach in Liga 1 aus. Und suchen uns einen Gegner. Ich habe eben schon überlegt, also mein Team heißt natürlich jetzt Pace Abuse. Das sieht der Gegner auch. Und der denkt sich natürlich, hey, das ist wahrscheinlich wirklich so. Alle Spieler vorne haben über 90 Tempo oder irgendwie sowas. Und daher kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere denkt, er möchte nicht gegen mich spielen. Aber dem ist es scheißegal. Vielleicht hat er es auch gar nicht gesehen. Er hat hier das PSG Heim- und Auswärtstrikot. Und wir spielen im Stade Galland. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, könnte das sogar das Stadion. Nee, ich glaube, das ist nicht das Stadion von PSG. Er hat ein Team aus der Liga 1. Das ist eigentlich keine Überraschung, wenn man PSG-Logo hat und dann PSG-Heim- und Auswärtstrikot. Hat natürlich mit Remy einen sehr schnellen Stürmer vorne drin. Ich glaube irgendwie 92 Tempo oder irgendwie sowas. Das trifft sich gut, denn meine Innenverteidiger, die können richtig gut mithalten, 29 und 33. Geschmeidige 60 Tempo Unterschied. Aber okay, das habe ich mir so ausgewählt. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde natürlich probieren, mein Spiel sehr, sehr ruhig aufzuziehen, sodass ich nicht wirklich krass ausgekontert werde, weil da habe ich einfach keine Chance, wenn ich da immer dann solche Lücken oder einfach wirklich in der Vorwärtsbewegung dann den Ball verliere. Das heißt, es wird wirklich mein Spiel ausgelegt sein, dass ich sehr ruhig spiele, sehr bedacht. Ich meine, ich muss ruhig spielen, weil sie nicht schneller können. Aber ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich hoffe einfach, dass zum Beispiel der Adriano, der hat ja früher einfach einen Mordschuss gehabt und ich glaube, er hat immer noch eine ganz gute Schusskraft, dass ich damit vielleicht ein bisschen was bezwecken kann. Fred an sich ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Stürmer, nur einfach langsam. Und ja, da ist, und ich meine, Ganso ist ja eigentlich nicht schlecht, dribbelstark, kann auch mal schießen, 5 Tricksterne. Von daher, da geht was. Und Juan, also ich fange schon an, von meinem Team zu schwärmen, also da kann man sich echt nicht beschweren. Nee, hoher Druck sollte ich nicht mit dem Team spielen, sondern ich möchte Konter einstellen. Ah, lustig, dass ich... das ist eigentlich totaler Schwachsinn, mit dem Team auf Konter zu spielen. Wobei, das wird lustig. Okay, der erste Pass ist schon mal hier wirklich eine Katastrophe. Das war gar nicht der erste. Aber bis jetzt funktioniert es echt ganz gut. Hier haben wir natürlich diesen blöden Ballverlust so viel dazu, dass ich das Ganze ruhig aufziehen möchte. Und dem Ikea, das wird hier mal locker ausgetanzt. Jetzt spielt er wahrscheinlich gleich in die Spitze, aber hier mein... ZDM wahrscheinlich ist da. Spielen wir hier mal kurz raus. Ich meine, oh, schade, ich dachte kurz, Adriano fängt da an, in die Spitze zu starten. Aber auch selbst dann wäre es, glaube ich, nicht die beste Idee gewesen, da zu spielen. Und der nächste Fehlpass, den ich spiele. Und dann fängt mein Gegner hier an mit Trickpässen. Wow, du bist natürlich eine richtig coole Nummer. Weiß jetzt, finde ich gut. Das ist natürlich jetzt knapp. Ich bin gespannt, für wen er pfeift. Der Schiedsrichter ist anscheinend für mich. Sehr gut. Also ihr habt das wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht gesehen durch mein Logo rechts oben. Aber er hat gerade eben kurz Vorteil gepfiffen. Und ich verliere gerade eins ums andere Mal ziemlich doof den Ball. Und jetzt haben wir hier... Oh, Wahnsinn. Das war natürlich wirklich sehr, sehr knapp vorbei. Und was ich nochmal kurz erzählen wollte, habe ich jetzt ganz vergessen. Ich habe gerade nochmal auf Foothead nachgeschaut und hat irgendjemand in den Kommentaren von Raphael Schäfer geschrieben. Er ist der Torhüter mit dem geringsten Wert an Total Stats, also das heißt, wenn man alle Kartenwerte zusammen addiert, hat er den geringsten Wert von allen Teutern, die Gold sind.
habe ich mir gedacht, super, das habe ich ja echt gut ausgesucht. Also fast, könnte man fast meinen, also der schlechteste Torhüter im Goldbereich. Jetzt hier Adriano, setzt sich einfach mal durch, zieht mal voll drauf und das war schon mal gar nicht so ein schlechter Schuss. Also wie gesagt, darauf muss ich vielleicht setzen, dass ich mit Adriano einfach mal aus möglichst vielen Lagen volles Tor draufzimmer. Und Juan Arango, ich hoffe, den haben sie auch ganz gut ausgestattet. Ja, mit 91 Freistoßgenauigkeit, das trifft sich gut, denn mit dem bringe ich denn das Ganze hier rein. Und kommt leider zu sehr aufs Tor gezogen. Da muss ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen besser aufpassen. Sehr schöne Balleroberung hier von Albelda. Machen wir mal hier über den Flügel. Und da hat natürlich Pedro Leon leider keine Chance. Wobei, das ist noch so sogar einer der schnelleren Spieler. Aber hat man gesehen, im Laufduell da keine Chance. Hier, ah, oh, schade. Wollte ich kurz eigentlich Adriano anspielen. Hat nicht geklappt, dadurch, dass der Innenverteidiger einfach rausgerückt ist. War ja reaktionsschnell. Hier stecken wir mal durch und jetzt ist Adriano leider nicht in der Lage, diesen Ball zu erlaufen. Schade. Das hätte es sein können. Hatten wir ja schon gesehen, dass da die Lücke auf jeden Fall da war. Aber Adriano ist da leider nicht in der Lage gewesen, den Ball zu erlaufen. Natürlich ungünstig. Und Sergio Sanchez hier auf dem Flügel geht drauf und jetzt kommt einer hier ran und dann ist das hier das 1:0. Ja, da freut er sich. Ich kann Leute nicht abhaben, die immer hier jubeln, sorry. Aber ich frage mich gerade, es wundert mich, dass es nicht abseits ist. Es wundert mich ehrlich gesagt wirklich sehr. Und ja, immer noch mal schön das Tor laufen lassen, genau. Ist ein bisschen ärgerlich, wie das Tor jetzt gefallen ist, finde ich. Es war absolut überflüssig. Vor allem, da ich das sogar noch über meine schnelle Seite gelaufen ist und Sergio Sanchez eigentlich da fast noch das Tempo haben könnte, um da mitzukommen. Hier setzen wir mal durch, stecken wir jetzt mal hier durch und dann ziehen wir mal. Och du Scheiße. Wollte sagen in die kurze Ecke, aber Ganso nimmt den linken und zieht das Ding mal 4 Meter am Tor vorbei. Ja, das war natürlich nicht gut. Oh, komm schon, er steigt von hinten ein, behindert mich so beim Passen. Und, oh Gott, das wird nix. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der Gegner kann machen, was er will. Er spielt die Pässe einfach irgendwo hin, aber meine. Du kommst natürlich nicht erlaufen, weil sie einfach nicht schnell genug sind. Hier, das kriege ich rum nicht geklärt. So, ah, ich merke gerade, ich muss mal kurz Pause machen, weil ich habe einen Download am Laufen. Den muss ich mal kurz pausieren, deswegen ruckelt das Spiel gerade immer wieder mal so. Ich hoffe, jetzt wird es dann gleich wieder ein bisschen besser. Natürlich habe ich gerade nicht dran gedacht. War natürlich ein bisschen blöd. Aber daran hat es natürlich jetzt nicht gelegen, dass ich das 1:0 kassiert habe. Jetzt müssen wir mal durch, machen wir hier. Ah, oh, wollte ich jetzt eigentlich gerade schön breit spielen, aber. Hat leider nicht geklappt, stecken wir hier durch, aber auch da kommt mein Spieler nicht dran und dann fängt mein Gegner hier an mit Trickpässen. Wow, bist du cool. So, komme ich vielleicht unterbunden? Nee, ja, sehr schön. Dann machen wir jetzt mal hier lang, schnell nach vorne und dann habe ich hier eine Kontersituation, keine Ahnung wie, aber ja, hätte sein können, wenn mein Spieler den erlaufen hätte. Hat nicht geklappt, wir ziehen einfach außen durch. Hm. Überbrückung vom Mittelfeld, spielen wir hier kurz. Also man geht dann sehr offensiv, laufen einfach mal außen durch, ziehen wir hier kurz in die Mitte, spielen wir hier einen Doppelpass, stecken wir einfach mal durch. Ganso. Oh, was mache ich denn da? Das habe ich einfach falsch eingegeben. Und das hat dann natürlich absolut gar nicht geklappt. Absolut auch korrekt, dass es nicht geklappt hat, weil ich es falsch eingegeben habe. Aber mein Gegner spielt jetzt nicht sonderlich stark. Er verteidigt auch, sag ich mal, der ist dann immer sehr offen, wenn er so weit nach vorne geht. Und machen wir hier eine Flanke, könnte vielleicht kommen. Bei Kopfballschwach sind sie jetzt nicht zwingend, meine Stürmer, Adriano und Fred. Aber hat nicht geklappt, wie man gesehen hat. Weil einfach irgendwie die Flanke total ungefährlich kam. Und jetzt habe ich natürlich gerade schön alles hinten offen und er läuft dann einfach nur durch. Kann natürlich wirklich gegen meine Innenverteidigung oder gegen. Nein, diesmal hat das nicht geklappt, sehr schön. Schlagen wir einfach mal hier lang. Oh, da ist keiner, sehr gut. Warum ist da keiner? Also mein Gegner spielt, finde ich, sehr schwach. Aber ist momentan einfach so, dass das trotzdem ganz gut funktioniert, weil, ja, ich habe da so ein kleines Handicap, aber habe ich mir ja in dem Maß ausgesucht. Das spielt ja gar nicht schlecht. Und dann legt er den. Oh, komm, alter Witz, was ist das denn bitte für ein Tor, der Fehler? Mitten aufs Tor geschossen. Und der Raphael Schäfer schlägt das Ding eigentlich fast noch. Ach komm schon. Ah, das ist natürlich jetzt ein Gegentreffer. Der ist schade, dass er das nicht zeigt. Ich hoffe, ich denke nachher dran, das mal nochmal im Replay zu zeigen, weil das war natürlich jetzt richtig krass. Deswegen ist er vielleicht auch nicht so beliebt.
Machen wir hier hoffentlich schön durch. Adrianus jetzt hier durch. Den legen wir mal quer. Oh, komm schon. Zieh mal voll drauf und. Ach Gott, meine Güte. Ich hätte gedacht, das wird alles ein bisschen schneller gespielt, aber. Na gut. Solche Dinger muss ich da natürlich machen, wenn ich da so frei durchkomme. Jetzt steckt er den einfach durch. Jetzt steckt er den. Jetzt wird er mal drauf schießen. Aber hier, da steht der Innenverteidiger genau richtig, weil er sich nicht rechtzeitig wegbewegen konnte. Aber es ist, finde ich, ein bisschen ärgerlich, dass das Spiel jetzt hier 2-0. Och, komm schon, ey. 3-0 steht. Ja. Gut, ihr denkt euch natürlich jetzt, klar, der spielt auch nicht schlecht, der Gegner. Finde ich jetzt persönlich aber nicht so sehr. Weil 1-0. Ja, hätte ich verhindern können, verhindern müssen. 2-0 ist ein bisschen geschenkt gewesen von Rafael Schäfer. Und ansonsten finde ich jetzt, dass ich vorne eigentlich schon in gar nicht so schlechte Situationen gekommen bin. Aber bis jetzt einfach nicht das sauber ausgespielt habe. Stellen wir mal hier. Oh, kommt. Also sowas zum Beispiel. Ich spiele das gerade einfach da in dem Moment auch schlecht. Das hat nichts damit zu tun, dass meine Spieler langsam sind, sondern dass ich einfach gerade schlecht spiele. Und dementsprechend ärgere ich mich ein bisschen über das 3-0, weil wenn ich besser spielen würde, könnte ich das verhindern. Ziehen wir mal hier in die Mitte. Komm, Pretelon, setz mal hinterher, aber klappt nicht. Ich sehe auch noch nicht komplett schwarz, dass es nichts wird. Machen wir hier 2x4 Flanke. Komm, och Gott, zieh die doch nicht so sehr vors Tor, sondern zieh die so, dass auch Adriano drankommt. Meine Fresse, ey. Also das ist auch wieder so eine Situation, die ich einfach schlecht oder nicht gut ausgespielt habe. Und deswegen fällt da kein Tor. Und ich bin der Meinung, ich hätte hier schon locker 3 Tore schießen können, wenn ich die Sachen sauber ausspiele. Und nicht so einen Quatsch da mache. So, den lassen wir mal durch. Ziehen wir mal voll drauf jetzt. Das könnte... Ja, das ist jetzt mal zumindest mal endlich auch mal ein Treffer. Sehr schön. Ich denke immer noch, wenn ich jetzt hier mal so solide und vernünftig zu Ende weiterspiele, ist da vielleicht noch was drin, ne? Oh, jetzt pfeift er mir dann den Angriff ab. Den hätte er nochmal schön laufen lassen können. Schade. Und ja, das 3-0, das ist natürlich eben gerade wirklich aus dem Nichts gefallen. Die Flanke hatte ich oder die Ecke hatte ich schon eigentlich schon fast sicher eigentlich geklärt gesehen. Und dann kommt der Utaka da angeflogen und ja, macht das ganz lässig rein. Komm schon. Oh, wird da genau schön durchgespielt. Nee. Boah, das wäre natürlich ein Wahnsinnstor geworden, wenn er den Volley einfach reingeschlagen hätte. Probieren wir es nochmal hier so kurz, also ob das nochmal klappt. Ja, sehr schön. Philipp Dahms. Schon mal hier kurz raus. Oh, spielt auf Abseitsfalle oder was war das? Stecken wir hier durch auf Adriano, aber... Oh. Komm. Ah, schade. Ich hatte gehofft, dass er dann vielleicht kurz rausspielt. Ich denke immer noch, da ist auf jeden Fall was drin, weil der Gegner verteidigt nicht gut. Ich denke mal, sieht man auch. Wie gesagt, ich habe es einfach bis jetzt nicht gut ausgespielt. Auch wie hier, wie ich das gerade löse. Einfach schlecht. Ich muss da einfach den Ball verteilen, anstatt da ins 1 gegen 1 zu gehen. Und hier schön rausgespielt von meinem Innenverteidiger, aber dann einfach schlecht auf den Stürmer gespielt. Ein bisschen auch wieder schade. Aber hier, der nächste schöne Balleroberungsversuch. Steckt man hier mal vorne durch. Ja, genau, da kommt auch gar nicht schlecht. Ziehen wir in die Mitte. Ziehen wir auch wieder außen. Oh, das war so knapp. Da hätte die Schusstäuschung wirklich fast perfekt gepasst. Und dann wäre ich da schön durch gewesen. Und hier spiele ich sehr, sehr schwach schon wieder raus. Wie gesagt, ich gebe es dann auch einfach in dem Moment schlecht ein. Ja, komm. Jetzt kommt er wieder hier irgendwie durch. Zieh das voll drauf. Oh, den habe ich schon drin gesehen. Also damit habe ich schon gerechnet, dass das jetzt ein Tor wird. Ja, puh, das weiß ich jetzt gerade nicht, warum der nicht angekommen ist. Sehr schön. Na, steckt er wieder vielleicht irgendwie durch, zieht ihn drauf. Aber ist es da? Komm, jetzt ruckelt es wieder, als ob mein Download wieder an wäre. Das kann aber nicht sein. Nee, ist er auch nicht. Und jetzt zieht er einfach wirklich, also aus jeder Position einfach aufs Tor. Oh, jetzt nein! Mann, Fresse! So ein hässliches Tor, ey Gott. Muss ich verhindern. So offensichtlich, dass er das so spielen wird. Aber okay. Also wie gesagt, ich habe das Spiel bis jetzt auch nicht gut gespielt. Von daher ist es okay, wenn ich das Spiel verliere. Wenn ich mit diesem Team spiele und erwarten oder vorhabe, auch mal Spiele zu gewinnen, dann muss ich einfach besser spielen. Oh, komm schon. Oh, jetzt ruckelt das aber auch hier mächtig. Dann muss ich besser spielen und ich spiele gerade einfach schlecht. Und dann ist ja klar, wenn ich so ein riesen Handicap habe, dann funktioniert das nun mal nicht.
Und dann läuft er einfach außen durch. Jetzt ist ja gut. Ich will auf jeden Fall nochmal ein oder zwei Treffer schießen. Weil ich euch zeigen möchte, dass ich nicht schon Scheiße erzähle, sondern dass ich wirklich denke, dass der Gegner nicht gut verteidigt. Machen wir hier die Flanke auf Fred. Kommt er vielleicht auch dran? Na? Nee, gegen den. Er wurde abgeblockt und jetzt. Oh meine Güte, jetzt ruckelt das hier so hässlich. Ich habe hier keine Chance, da den Ball zu erlaufen. Das ist natürlich jetzt auch ein schönes Tor. Aber, ja. Ist natürlich jetzt auch ein schönes Tor. Aber man sieht es hier, wie Demichelis da überhaupt gar nicht hinterherkommt. Ja. 5-1. Schade, es läuft nicht so, wie ich es mir vorgenommen habe. Ah, ehrlich. Das ist natürlich auch nicht so clever. Sollte ich probieren zu vermeiden, so welche solche Bälle zu spielen. Auch der ist stark gespielt, aber ist noch drinnen jetzt. Ah, oh, komm, Fred. Ah, es ist die Ruckler sind klasse. Sieh mal, hier drauf, aber leider am Tor vorbei. Ich denke, das war eigentlich auch eine ganz solide Abschlussposition. Ich habe mir gehofft, dass also, ich würde sagen, der Arango, der momentan in der Bundesliga spielt, würde den einfach, hätte den einfach mal schön reingeschossen. Oh, sehr schlecht. Ey, ich habe keinen Download am Laufen. Warum läuft das Spiel so scheiße gerade? Ja. Aber ja, natürlich gar kein. Ja, das wird das 6:1. Alter, kriege ich jetzt aber richtig auf den Sack. Also, das ist, dürfte das die höchste Niederlage sein oder werden, die ich jemals jetzt hier im Let's Play kassiere. Ihr seht ja auch, woran es liegt. Ich möchte wirklich nochmal betonen, das hört sich jetzt auch wieder arrogant an, aber ich meine, es liegt jetzt nicht daran, dass der Gegner sonderlich gut spielt, sondern dass einfach hier ich schlecht spiele und noch ein anderes Handicap habe. Wie gesagt, wenn ich mit diesem... Och, jetzt hier... Kann das Spiel mal bitte jetzt mal vernünftig normal laufen, ohne Gelegge? Danke. Nee, funktioniert natürlich nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch eine zweite Partie hinten dran schieben, weil ich denke, so sollte ich das Ganze hier nicht anfangen. Also ich meine, natürlich habe ich es jetzt so angefangen, aber das ist einfach nicht das, was dieses Team können sollte. Ich meine, ich habe da ja keine großen Erwartungen an dieses Team, aber es sollte auf jeden Fall doch ein bisschen besser performen. Spielen wir hier schräg und dann... Jo, Adriano hier mit einem Clinical Finishing. 77 Minute, der Anschlusstreffer. 6:2. Es ärgert mich, wie gesagt, ein bisschen. Also, einfach dadurch, dass der Gegner nicht gut spielt. Auch er hat 6 Tore gegen mich geschossen, ich weiß. Aber, ja. Ich sah da zunächst mal. Ansonsten geht's wieder runter in der Kommentarsektion. Aber ich denke, man sieht es hier. Also, mit was für einfachen Mitteln ich eigentlich hier, sage ich mal, seine Abwehr aushebeln kann, aber einfach nicht in der Lage bin, das vernünftig auszunutzen, weil da einfach das Tempo fehlt. Oh, komm, pfeif mal. Schade. Wäre natürlich echt eine geile Position für Arango gewesen. Ich mach noch eins. Also, das wünsche ich mir einfach. Er verteidigt einfach viel zu druckvoll wieder. Geht er wieder zu sehr drauf und dann reißt er sich da die Lücke in die Abwehr. Es hört sich jetzt wieder sehr Neumann-klug an, wenn man das Spiel 6:2 verliert ist. Oder 6 zu, dabei ist das Spiel 6:2 zu verlieren. Aber das kann ich hier sehr gut guten Gewissens behaupten. Na! Oh, die können aber auch nix, ey. Pfeife, ey. Glaub nicht. Wow! Das war mal richtig krass gehalten hier von Raphael Schäfer. Bin ich sehr überrascht. Ja, also ihr seht es ja auch, die Verbindung, keine Ahnung, wieso sie so schlecht ist. Bei mir ist nichts am Laufen, was das in deren sich beeinträchtigt. Von daher finde ich das natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Sehr schöne Balleroberung hier von Ganso, aber leider bekommt er nicht. Aber da setzt danach auch diesen Ball, bekommt er dann leider nicht, obwohl er sich das vielleicht verdient hätte. Mal den nächsten Flankenversuch, kriege ich nochmal geklärt. Also wie gesagt, ich schieße nochmal ein Tor. Wenn der Schiedsrichter nicht denkt, dass er da... Ja, also komm, ey. Also wenn der Schiedsrichter dann auch noch anfängt, die Pässe von mir abzufangen, dann wird's lächerlich. Sorry. Ja, danke, hast du gut gemacht. Alter. Ja, und das Pastoren hier ist, das habe ich ja selber schon gemerkt. Ja, 2:7. Gut, also wie gesagt, oh, da setzt er sich nochmal durch. Aber kommen wir leider nicht mehr dran. Natürlich, ich weiß wieso. Ja. Sehr geil. Ich hätte es mir, wie gesagt, ein bisschen anders vorgestellt, aber
Das Spiel ist einfach überhaupt gar nicht in meine Richtung gelaufen. Schwimmen wir hier steil auf Fred. Der kriegt dann auch den Ball erobert. Sehr gut. Legen wir eine kurze Ecke und dann ist das hier nochmal das 3:7. Nice. Hier Körpertäuschung und Übersteiger noch dabei und dann hier schön in die kurze Ecke gelegt. Da geht noch was, ne? Naja, ich habe zumindest gesagt, dass ich noch einen Treffer schieße. Das ist mir auch gelungen. Ja. Ich habe mir das Handicap selber auferlegt, deswegen bin ich jetzt gerade auch nicht so sonderlich down oder ähnliches. Es ärgert mich nur, weil, ja, habe ich ja schon mehrfach gesagt, wieso. Spielteils wird er auch abartig brutal viele Schüsse gehabt haben, ja, weil er einfach aus allen Lagen aufs Tor geschossen hat. Und wie gesagt, machen wir eine kurze Doppelfolge draus, weil es mich jetzt eigentlich zu sehr ärgert, dass das Spiel so ausgegangen ist, obwohl es der Gegner nicht forciert hat. Und ich denke eigentlich, wie gesagt, wenn ich richtig gut spiele, gut in der Defensive stehe, dann sollte das auch mit der Pace nicht so sonderlich der Faktor sein. Und vorne, wenn ich sauber spiele, auch da. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn die Spieler schneller sind, aber es geht auch ohne. Und ich wollte das eigentlich zeigen. Hat nicht geklappt, wie man gesehen hat, aber vielleicht wird es in der zweiten Partie ein wenig besser. Aliti hat... Ja, spielen wir hier mit den weißen Trikots gegen die dunklen. Mal sehen, was er für ein Team hat. Das hört sich ja nach saudi-arabischer Liga an. Ist es aber nicht. Er hat nur Brasilianer. Wellington vorne drinne. Neymar und Robinho. Ramirez. Und David Luiz. Felipe Santana. Den Silberstürmer kenne ich nicht. Warte, ich glaube, ich hatte ihn mal. Es gibt da so einen Silberstürmer. Den hatte ich in Ultimate Team 12. Oh, irgendwas mit B. Bento. Irgendwie sowas. Wenn es der ist, dann ist der auch sehr schnell. Okay, das ist natürlich jetzt. Das ist für die nächste Niederlage. Aber okay, ist okay. Ah, wird toll. Ja. Aber. Ja, mal schauen, was passiert. Zumindest meine Bank liest sich gut mit Megidi, Eto, Pastore. Nee. Mit dem könnte man sogar was anfangen. Ah, genau, hier, Neto Berola. Ja, der ist sehr schnell. Hat 90 Tempo, würde ich jetzt tippen. Also über 90. Da war ihm wohl Pato nicht schnell genug als anderer Stürmer, ne? Oh, hier, der Demichelis, da stürmt er dazwischen. Wahnsinniger Einsatz. Spielen wir hier kurz auf. Adriano kriegt aber leider nicht angenommen, weil er nicht in Position ist und dann das wird das. Also Carlos Eduardo ist noch einer seiner langsameren Spieler und Neto Berola zeigt hier, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht den Ball zum Gegner werfe. Neto Berola, was soll ich gerade sagen? Carlos Eduardo noch einer seiner langsameren Spieler. Mit 82 Tempo oder sowas. Lassen wir mal durch. Oh, hat er gut verteidigt. Stand er gut. Hätte ich vielleicht, wenn ich das anders löse oder einfach ja, besser, dann kann da aus der Situation was richtig Gefährliches werden. Oh, hier Demichelis. Also Demichelis ist gut drauf. Demichelis ist hier richtig gut in Form. Ziehen wir außen. Ja. Und dann, genau, jetzt ziehen wir mal in die lange Ecke und dann, oh, hätte das schon fast das 1:0 sein können. Und dann hat man gesehen, dass es nicht auf Pace ankommt, sondern einfach auf gute Bewegung mit dem Stürmer. Ja, hat leider nicht funktioniert. Mhm. Die kommt gut. Und dann, ja, wird einfach der eine von mir überlaufen. Schön. Aber der Ball ist noch bei mir. Ja, genau. Stecken wir hier durch. Ja. Ziehen wir mal drauf. Boah, stark gehalten vom Torhüter. Muss ich wahrscheinlich in die kurze Ecke ziehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das habe ich immer noch aus FIFA 12 draußen, dass ich da in die lange Ecke schieße. Aber es wäre viel, viel besser aus der Situation, in die kurze zu schießen. Die kommt gut. Aber leider einfach nicht auf dem Kopf des starken Spieler. Boah, ich stehe eigentlich genau dort. Aber er läuft trotzdem einfach. Oh, das ist natürlich auch ein geiler Pass. Ey, was mache ich da? Jetzt wird's lustig. Wellington. Arbeitet das viel mit Schuss. Oh, nee.
Macht er wieder eine Schusstäuschung? Nein, 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 nein. Jetzt komm raus damit. Boah, Neymar erarbeitet sich da wirklich stark den Kopfball. Ist jetzt ein bisschen auch wieder ärgerlich, dass da eine Ecke draus geworden ist, weil eigentlich hätte ich das klären müssen. Oder irgendwie anders, dass er da nicht zu so einem Abschluss kommt. Und das ist echt überflüssig, dass es jetzt hier eine Ecke gibt. Ich hoffe, das wird nicht bestraft. Ich hoffe, das wird nicht bestraft. Ja, schon mal zumindest geklärt, aber ist noch nicht vorbei. Ja, jetzt läuft er einfach durch, zieht voll drauf. Raphael Schäfer ist aber da, also... Ja, was hier schlechtester Torhüter als mit schlechtester Goldtorhüter, da ist er da. Achso, ich wollte euch ja noch vorhin euch zeigen, was das für ein wahnsinniger Fehler von ihm war, aber habe ich nicht mehr dran gedacht. Er lässt sich da aber. Oh, die kommt gut. Nee, 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 komm. Muss ich jetzt mal irgendwie geklärt bekommen. Raphael Schäfer hat das Ding sicher. Und dann spielen wir das hier oben kurz raus. Jetzt ist er anscheinend mit dem Einstürmer der AFK oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ist mir egal. Oh, wollte ich hier eigentlich einen schönen Doppelpass machen, aber die Spieler sind nicht sonderlich reaktionsschnell. Und dann zieht er hier durch drei verschiedene Spieler das Ding aufs Tor fast. Komm! Oh, kriegt er nicht erlaufen. Schade. Also mit den Standards, ich weiß nicht, ob er irgendwie gerade noch eine Hand am Schwanz hat oder warum er sich da so viel Zeit lässt bei den Standards. Auch bei den Ecken hat er immer sehr lange gezögert. Ja, und dann ist er wieder da. Also das verstehe ich nicht, warum er sich dann dafür so viel Zeit lässt. Oh nein! Stark. Stark. Gerade noch so ein bisschen rausgespielt und dann kann ich den von den... Aber jetzt gibt es die nächste Ecke und... Ja, oh nee, die spielt er mal direkt. Schön. Finde ich gut. Und Raphael Schäfer war ich jetzt eigentlich fast überzeugt, dass er den übers Tor noch lenken wird. Aber hat er gefangen. Also er ist ein Tier. Er ist ein Tier, der Raphael. Schauen wir hier kurz. Gehen wir außen einfach durch. Wenn man nämlich einfach solche Stellungsfehler wenn man macht, dann ist es egal, ob man hier die schnellen Spieler hat. Stecken wir mal durch. Ziehen wir jetzt hier außen durch. Ziehen wir mal drauf. Oh, Mann. Dann muss ich vielleicht nochmal einen Ballkontakt vorher schießen. Stark. Nice. Oh, bitte. Den kann er auch abfangen. Setzt jetzt einmal außen durch mit Rubinho. Wird er jetzt gleich mit dem Trick nach innen ziehen. Ja. Das macht er aber richtig stark. Ja, aber ein zweites Mal klappt es dann nicht, zum Glück. Und dann spielen sie sich hier gegenseitig an. Ich schieße jetzt gleich mal auch wieder mal einfach ein Tor. Nee. Diesmal noch nicht. Aber. Stecken wir mal hier auf Fred durch. Oh, fängt ab. Hier sehr viel One-Touch. Was dann auch ein bisschen, finde ich, sein Spiel langsam hat. Und dann geht er zu sehr ins 1 gegen 1. Stecken wir hier auch durch, aber. Klappt nicht. Komm, ganz so, jetzt kannst du mal einen Ball behaupten, danke. Machen wir breit. Oh, zu breit. Machen wir hier auf den zweiten Pfosten, da ist nämlich einer nochmal zurück. Und dann... Oh. Ja, wollte ich gerade nochmal einfach nochmal flanken quasi. Weil ich denke nicht, dass ich von da das Tor getroffen hätte. Oh, da habe ich keine Chance. Wenn solche Bälle gespielt werden, dann bin ich natürlich komplett machtlos. Wollte ich jetzt nochmal flanken, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich von da das Tor treffe. Schön. Oh, lass den doch durch, anstatt da den Ball anzunehmen, so wie ich sage. Oh, ne, den schießt er rein. Oh, fuck. Nein, 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 komm, 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 komm. Das Lupfen war natürlich richtig kreativ. Also mein Gegner probiert so ein bisschen zu skillen und so weiter, aber irgendwie kann das nicht wirklich, finde ich jetzt. Solche Leute... So ein Quatsch, da lang Ball zu schlagen, was ich da gerade gemacht habe. Ich habe hier Fred gegen Santana. Es macht einfach keinen Sinn, dann lang Ball zu schlagen, weil ich denke, er könnte das Laufduell gewinnen. Ja, schön. Geht er gut dazwischen. Und dann ist der Ball bei mir. Ja, Pedro Leon. Und dann machen wir die frühe Flanke auf Adriano. Komm. Kommt er vielleicht dran? Nee. Aber auch Ganso dann im Rückraum nicht. Da ist der Ball wieder bei mir. Sehr schön. Komm! Boah, jetzt! Außennetz! Ne, hat er noch. Hat man noch dran? Ne, Außennetz, schade. Also, mein Gegner, also. Scheint jetzt nicht darauf aus zu sein, wirklich ein Tor nach dem anderen zu schießen, sondern weil er skillt halt viel. Und, okay, das muss man natürlich jetzt auch berücksichtigen. Wenn ich glaube, wenn er voll auf Tore schießen gehen würde, hätte er schon das 1-0 geschossen. Also, zumindest denke ich das.
Auch weil ich hier wieder mir sehr viele Fehler erlaube und offensiv auch nicht alles optimal ausspiele. Okay, das ist natürlich eine gewagte Grätsche. Spielen wir mal kurz. Den lassen wir mal wieder durch. Sind wir jetzt auch durch. Den ziehen wir mal voll in die kurze... Ah, oh, schon wieder außen jetzt. Ich muss noch ein bisschen weiter laufen. Ich muss noch ein bisschen weiter laufen mit dem Ball. Dann kommt das... dann kommt Fred in eine bessere Abschlussposition. Spielen wir hier kurz. Und dann lege ich mir total doof den Ball vor. Aber hier in dem Spiel ist was drin. Ich hätte jetzt schon locker mal auch ein Tor schießen können. Sieht man ja. Und es steht immer noch 0-0. Oh, geht er hart drauf. Lass mal außen durch, ja. Machen wir die Flanke auf Fred hoffentlich. Ja, könnte was werden. Boah, hat er richtig gut, sag ich mal, gespielt. Aber leider nicht, konnte er nicht genug Druck hinter den Ball bekommen. Und die schlagen wir wieder mit Arango. Ja, kommt auch nicht schlecht. Schade. Ich hoffe, er pfeift jetzt mal hier zur Halbzeit. Ja, sehr schön. Weil diese Situationen sind natürlich richtig ekelhaft. Da er, ich bin mir noch überlegen, ob ich immer auf voll defensiv stellen sollte. Einfach um tiefer zu stehen und nicht so stark ausgekontert zu werden. Sehr ausgeglichenes Spiel, was zumindest die Statistik betrifft. Oh, schade. Schön. Gehen wir durch. Spielen wir mal oben auf Fred, der ist durch. Machen wir weiter auf Adriano, aber... Oh, hier. Adriano stecken wir mal durch und den... Ziehen wir eine kurze Ecke. Boah, war der Torhüter noch... Nee, war er nicht. Okay. Muss ich vielleicht anders abschließen? Weiß ich nicht. Ich glaube, aus der Position war es einfach unglaublich schwer. Vielleicht sollte man da lüpfen, weil man einfach die anderen Optionen alle nichts sind. Sollte man vielleicht in Erwägung ziehen, den Ball da zu lupfen. Ja, Stellungsfehler von meinem Gegner, aber David Luiz ist natürlich auch nicht ungefährlich. Oder einfach nicht... Boah, läuft einfach außen durch. Was ist das denn bitte für ein Ballvorlegen, ey? Also, will er so ins Tor schießen, oder was? Drauf. Sehr gut, dass es keinen Elfmeter gibt. Schwimmen wir hier kurz. Nehmen wir hier einen Doppelpass. Stecken wir durch. Oh Gott. Boah, Fred zieht an. Fred zieht an. Fred zieht an. Na, kriegt er dann noch irgendwie nach dazwischen, ja. Boah, heftigst. Also ich finde, gut, er skillt halt, macht halt immer wieder seine Skill-Moves, aber er ist jetzt nicht sonderlich kreativ. Finde ich jetzt zumindest. Oder trickst mich damit heftigst aus. Oh Gott. Ich bin dem Darms komischerweise gar nicht hinterherkommt. Spielt er jetzt, ja, wollte ich gerade sagen, im Rückraum. Und, leider verliert er da den Ball. Aber dann auch, er läuft damit ins Aus. Machen wir den schnellen Einwurf. Auf Van Beuten, yeah. Nice, mal Flügelwechsel. Oh yeah, nice. Machen wir hier lang auf Fred. Und der Fred hat einfach so einen tollen Ballkontakt. Ich wollte mich schon ewig lang wegdrehen, um dem Verteidiger da auszuweichen. Macht er aber nicht. Oh, das könnte... Oh, gibt's nicht. Komm, sehr schön. Machen wir hier kurz. Oh. Das könnte jetzt ein Tor werden, weil er einfach gerade so eine schöne Überzahlsituation hat. Ja. Komm. Komm, ist jetzt mal mir. Ah, scheiße, direkt den Gegner in die Füße gespielt, ist natürlich nicht optimal. Also er macht halt immer nur diese Scoop-Turns, die komplett für den Arsch sind. Jetzt wird er vielleicht nochmal einen machen. Okay, lang rausgeschlagen. Jetzt, ich hoffe, jetzt kriege ich mal vielleicht eine Situation. Tor zu schießen. Adriano ist jetzt hier wieder durch. Es dauert halt keine 2 Sekunden, dann hat Santana das wieder geschlossen. Herrlich. Schön. Okay. Wir wollen nicht auf den anderen spielen. Machen wir es auf den zweiten Pfosten. Komm, 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 komm. Boah, was für ein Ding von Fred, Alter. Die wollte ich natürlich auf Adriano schlagen, aber... Oh, jetzt zeigt er mir das nicht mehr in der Wiederholung. Meine Güte, schade. Das ist halt so. Das ist halt FIFA. Der andere probiert die ganze Zeit irgendwelche geilen Tricks zu machen, um ein schönes Tor zu schießen. Und ich wurschtel mir da irgendwas zusammen und dann fällt da das natürlich das schönste Tor überhaupt. Nämlich einen schönen Seitfalls hier.
Oh, hier ein Doppelpass, stecken wir durch. Ja, klappt nicht. Okay, mal wieder setzen, ne? Mal wieder setzen. Also wie gesagt, ich wollte gerade sagen, er probiert die ganze Zeit schöne Tore zu schießen und dann gelingt es mir ausgerechnet, obwohl ich darauf gar nicht aus war. Komm, 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 komm. Ja! Zieh ihn einfach mal außen durch. Spielen wir jetzt. Boah. Und nochmal. Nochmal. Und dann in die Kurzecke. Und das ist 2:0. Der Fred hier Doppelpack am Start. 6 Minuten später das 2:0. Hier schön einen kurzen Doppelpass gespielt. Und dann ist er durch. Und dann ist das hier wahrscheinlich die Entscheidung gewesen. Also ich wiederhole nochmal, bevor hier die Leute wieder ausrasten. Ich denke, wenn er voll auf Tore geschossen gespielt hätte und nicht auf Skill-Tore oder was weiß ich, dann hätte er wahrscheinlich dieses Spiel locker gewinnen können, einfach weil er so abartig schnelle Spieler hat. Nicht, dass da wieder falsche Gedanken aufkommen oder Missverständnisse. Und ich kann das, denke ich, schon ganz gut einschätzen. Hier probiert man einen langen Ball. Adriano setzt sich sogar gegen Santana durch, aber danach ist Santana wieder da. Ach, schade. Das Ganze konnte leider zum Trick nicht ansetzen, weil er von hinten so hart rangenommen wurde. Und ja, also da hätte er auf jeden Fall, wenn er ganz normal gespielt hätte und nicht hier alle 5 Sekunden einen Scoop-Turn gemacht hätte, hätte er wahrscheinlich das Spiel locker gewinnen können. Einfach, wie gesagt, weil er gar nicht so schlecht gespielt hat in der Offensive, aber einfach zu sehr da auf diese Tricks gegangen ist. Die es natürlich dann nicht bringen. Ja, schön rausgespielt. Es geht vielleicht nochmal was. Schauen wir mal, ob wir ihn zu Tode kontern können. Mit den Spielern ist das immer so eine Sache. Ja, Fred setzt sich hier durch. Den legen wir jetzt in die lange Ecke. Und das ist das 3:0 Fred hier mit einem Lupen rein in Hattrick. Innerhalb von 15 Minuten habe ich ein bisschen Glück, wie David Luiz da den Ball annimmt. Ich kann ihn direkt wieder abnehmen. Und dann ist das 3:0. Darf man natürlich nicht überbewerten. Oh, jetzt ist es natürlich interessant. Machen wir hier mal ein Roulette. Ah, schade, aber ist noch bei mir. Oh, jetzt aber nicht mehr. Aber zumindest, ich bin ein bisschen zufriedener, weil das erste Spiel hat mich jetzt schon ein bisschen sehr getiltet, weil ich jetzt wirklich nicht gesehen habe, dass der Gegner gut gespielt hat. Und einfach auch hier wieder der Spielverlauf war total beschissen. Das 1:0 fällt ein bisschen aus dem Nichts. Muss ich besser verteidigen, ist mein Fehler. Und wenn ich vorne einfach die Sachen sauberer spiele, schieße ich halt auch mal früh wieder einen Anschlusstreffer oder den Ausgleich. Also ich rede jetzt gerade über das Spiel da vorne. Und ist halt nicht passiert, weil ich in dem Moment einfach in der Offensive schlecht gespielt habe. Das kann ich auch wirklich so sagen. Ich habe einfach da schlecht gespielt und deswegen habe ich da die Tore dann auch nicht geschossen. Und dann halt dieses 2:0 ein bisschen ekelhaft, weil Rafael Schäfer einen Ball, der mitten aufs Tor geht, durchlässt. Und das 3:0, wo Utaka oder wie er hieß, sich abartig krass bei der Ecke durchsetzt. Und damit war dann halt auch das Spiel schon so mehr oder weniger gelaufen. Und dann muss ich halt aufmachen und dann fickt man sich halt nochmal 4 weitere Gegentreffer. Hier ist es nicht passiert, weil der Gegner halt viel getrickst hat und Hattrick Fred hat 3 Tore geschossen, genau. Der Hattrick Fred. Und der Gegner denkt sich, alles klar, Spiel ist zu Ende. Ich quitte einfach mal, weil mein Abbruchmodifikator ist mir eh scheißegal. Naja, egal. Haben wir hier eine kleine Doppelfolge gemacht, weil das erste Spiel nicht so gut gelaufen ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann in der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich das zweite Team zusammenstellen. Kommen wir noch kurz die Spieldetails an. Sehr ausgeglichen, wie man sieht, sehr, sehr ausgeglichen. Aber mit dem besseren Ende für mich. Und wir haben... Ne, 12 Punkte kann nicht stimmen. Das stimmt nicht. Ich habe noch keine 3 Siege. Das ist ein Anzeigefehler. Gehen wir mal kurz zurück hier ins Hauptmenü. Denn ich brauche jetzt noch einen Sieg, dann steige ich zumindest mal nicht ab. Und das ist schon mal auch nicht schlecht. Weil das wäre natürlich schade, wenn ich durch diese, sag ich mal, Fun-Teams absteigen würde. Aber man sieht es ja genau. Also, ich habe noch keine 12 Punkte, sondern ich habe erst 3 Siege. Das ist ein Anzeigefehler. Wie dem auch sei, nächste Episode wird dann, wie gesagt, ein weiteres Fun-Team zusammengestellt. Es ist jetzt nicht so spektakulär, also macht euch da keine falschen Hoffnungen. Es ist nur etwas, was mir auch eingefallen ist. Und auch nicht so teuer ist. Und von daher könnt ihr euch darauf freuen. Ich hoffe, die Teambuilding-Folgen kommen gut an bei euch. War eigentlich bis jetzt immer so. Und von daher könnt ihr euch auch die nächste Folge darauf freuen. Bis dahin, haltet bitte euren Kasten sauber. Nicht so wie ich hier mit 7 Gegentreffern gegen den FC Atom. Ja, ne? Das war natürlich ein bisschen bitter. Aber ja, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.